Hallo, liebe Leute, wir beiden sind gerade auf dem Weg zu Professor Genki in Saints Row 3 und damit herzlich willkommen. Uhu, willkommen. Wir sind jetzt gerade ein bisschen zu Fuß unterwegs, was glaube ich nicht. Komm, ich hab hier mein Auto stehen. Ja, guter Einfall. Ein Justice. Sieht so ein bisschen aus wie ein Mercedes. Was? Wie kommst du denn darauf? Es gibt aber natürlich noch viele andere Automarken. Es gibt viele andere Automarken, ja, das stimmt. Wusstest du eigentlich, dass es auch viele verschiedene Milchmarken gibt? Ja, Nach dem das deutschen wusste ich in der Tat. Reinheitsgebot. Auch das, auch das. Das ist bei Milch, dafür sind wir Deutschen ja bekannt. Hello, Steelport, and welcome to Professor Genki's Ja. Super Ethical Reality Climax. Time to see how the game is played. Och nö. Fight your way through Professor Genki's Super Sparkle Lab for fun and profit. Now, with every man, woman, and tiger shot, your prize money goes up. But look out, no one likes it when you shoot a panda. Unethical. Oh, okay. Das haben wir uns letztes Mal nicht angeguckt, oder? Das kam nämlich nicht. You've never seen Genki before. Oh, and one more thing. On this show, no one gets to take a break. If you want to stay in the fight, be sure to shoot the first aid target. Good luck. It's murder time. Fun time. Alles klar, läuft. Ja, läuft. Hat der Sarazar gesagt? Nein. Okay, So, ich hab Double Pistol. Ich auch. Welcome to Professor Okay. Genki's Super Ethical Reality Climax. Nein. Murder time is fun time, right, Bobby? You got it, Zack. If our contestants can survive the deadly traps, armed mascots, and those freakishly huge hunters, they can win a hefty pile of cash. Okay. This game looks Hey, da oben dangerous stand ein because Johnny Gat. but it's still Oh. probably safer than driving in Steelport. Our competitor isn't from Steelport this time, Zack. War das wieder ein Today Sniper? we'll be watching the leader of the Saints, the world-famous Stillwater Street Gang. As many times as this former gangbanger has been Oh, wir haben Zeitbonus gekriegt. Blown up, run over and generally put through hell. Hast du das Geschenk gefunden? Weiß ich nicht. Routine. Glaub nicht. Oh, ich habe eine Schrotflinte gefunden. Oh, ich habe das Geschenk. Was? Was war das denn? Ich renn immer ins Feuer rein. Okay. Okay, ach, hast du einen Panda erschossen? Nö, eigentlich nicht. Scheiße. Okay, der Ausgang ist angeblich auch. Ich bin so gut. Ja, ich krieg dieses Springen einfach nicht hin. Ich blitz mich einfach die ganze Zeit. Ah, scheiße, ich bin gerade am Verbrennen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Time-Bonus. Meine Herren. So. Ah, krieg zu viel gerade hier. Das. Okay. Oh ja, die Gats sind Sniper. Da hinten habe ich einen mega oft getroffen und er stirbt einfach nicht. Money Shot. Läuft unsere Zeit gerade ab? Nee. Oh, fuck du. Oh, oh, Achtung, hier ist ein Panda bei mir. Nicht drauf schießen. Okay. Oh, ich habe ein Geschenk gekriegt. Mhm. Und zwar eine stärkere Schrotflinte. Ich habe versucht drüber zu springen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Wir sind da. Cola. Du vielleicht, aber ich nicht. Ich. Alter. Ich bin der beste Freund von diesen Blitzsperren. Das war cool irgendwie. Ja, schön, dass es dir gefallen hat. Cola haben wir auch ein bisschen mehr gemacht als sonst. Das war doch schön. Das war total schön. Pierce Washington. Aha. Aha, jetzt erst. Ich verstehe es auch nicht. Oh! Da sitzt. Get wow, WTF! Natürlich kriegen wir jetzt ein Fahndungslevel.
Ja, steige in so einen blöden Caddy ein, gute Idee. Ich fand den Wagen cool. Komm, ich flüchte. Warte, wir können doch mal so ein Professor Genkis Ding hier machen, oder ist es genau das, was wir gerade gemacht haben? Ich glaube, das ist einfach genau das, was wir gerade gemacht haben. Schade. Oder? Warte, ich spring bei dir rein. Ich jetzt, ui. Will ich jetzt vermuten. Guck mal auf der Karte, ob wir hier das, das Areal, ob das uns gehört. Das sieht so, ah, das sieht schön aus. Nö, die gehören alle noch irgendwelchen anderen Leuten. Ah, okay. Komm, wir kaufen das Ding hier und verstecken uns drin. Ja, gute Idee. Ja, für 5000 bitte kaufen. Beende die Sequenz, die schießen nämlich auf uns. Au, au, au. Mitch S. Design, was kann man hier tun? Ach, das ist hier Gesichtsstock. Das ist der Gesichtschirurg. So. Da gab's doch letztens auch die schöne Folge. Ja, ja, da haben wir aber auch alle drauf gewartet. Wirklich, wirklich, du. Das, ja, haben wir schon fast denken. Warum schießt der schon wieder auf mich? Ich habe immer auch noch ein Fahndungslevel, Joe. So, jetzt haben wir aber keins mehr. Nö. Und jetzt gehe ich raus. Und jetzt ist der Kopf weg. Gerade eben hat der Kopf einfach seine Waffe gezogen. Tja. Und der Typ mit dem Betonmischer da fährt Leute um. Okay, du bist dran mit Sachen raussuchen. Ich bin dran mit Sachen raussuchen. Also ich kriege das mit dem Sprint einfach nicht hin. Okay. Also mit dem Sprint und dann springen und bla die blub. So. Aha, aha. Oh nee, nicht. Komm, machen wir den da. Warum? Schade, dass ich das nicht richtig drauf habe. Ich hatte gerade mein Handy auf. Mach nochmal, ich muss nochmal bestätigen. Na los. So. Jetzt ein Auto. The Syndicate is still standing after all this shit we've thrown at him. I don't see a reason to stop. So, not saying komm. We should. All right. They see you at the broken shillelagh. Oh, der ist ja richtig schnell, der Wagen. Mich umfahren. So ein Golfding, ey, mega geil. Ja, der stand da halt gerade so und Johnny saß drin und da dachte ich mir, dass der Gegenverkehr. Guck mal, ich lehne mich so richtig raus wie aus so einem Auto, wenn ich hier schieße. Natürlich, für ein maximal freies Schussfeld musst du das auch machen. Ja. Klar. Ganz klar. 10 Points. No! 10 Points for Gryffindor. Aber er hat uns mitgenommen, das war eigentlich sehr nett. Ach hier, das ist so ein... So eine Bar, das kommt mir bekannt Irish vor. Irish Bar. Pub. Ja. This doesn't seem like your kind of place, Pierce. What's the hate? Beer is cheap, and I'm the best looking motherfucker in here. Look, you may think it's time to kick back, but I'm done toying with these bastards. I want Loren, and I want him now. So where is he? No idea. But 10K says he's hiding out in that big-ass skyscraper. Loren's a tactician. He's not gonna hole up in a building that screams, I'm a criminal mastermind. I need something concrete. To hit up Powder. I don't have time for a stripper. No, Powder's a designer gun store downtown. I saw some of Loren's thugs talking to the owner. There's gotta be something there. Das hört sich nach einem Waffenladen an, der bald uns gehören wird. Ja, das könnte sein. Ich mag Shopping. So, Errungenschaft freigeschaltet, wir übernehmen. Ah, komm. Cool. Wart, das war's jetzt, oder was? Weiß auch nicht, hast du ein Ziel? Habe ich neue Aufträge? Ach hier, schauen die. Ja, tatsächlich. Aber warte mal, ja. Wir können Geld abheben. Johnny, give me good news. We're gonna burn Powder to the ground. That's a little extreme. See you there. Johnny, wait. Oh boy. Wollen wir erstmal zum Friendly Fire? Weil ich habe gerade genug Geld, das MG aufzurüsten. Ja, also ich auch. Da machen wir das zuerst und dann machen wir den Job und dann möchte ich mich umziehen. Achso, ich fahre ja. Ich bin ja auch schlau. Ich dachte, du fährst, weil du zuerst eingestiegen bist. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Normalerweise fahre ich ja immer. Nur weil ich diesem einen Typen über die Füße gefahren bin, weißt du, ist er gleich dran gestorben. Und
Weißt du, diese Musik im Ammonation ist einfach mega Bioshock. Ja, irgendwie schon. Aber Waffen kaufen oder verbessern? Das welches Gewehr hast du? Ich hab den ja schon. Ah, eher Krukow? Ich glaube schon, ja. Ja, Moment. Ich auch. Ja, die Krukow. Ja. Ach, Stufe 3 kostet sogar nur 18.000. Ja. Ah, weil wir jetzt noch einen gekauft haben. Letztens, gerade eben. Und Stufe 4 kostet 36.000. Meine Güte. Ja. So. Den da auf Stufe 1. Ja, möchte ich doch. Warum kann ich den jetzt nicht... Ach so. Auf Waffen im Domizil zugreifen. Den da. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Nee, warum habe ich den nicht ausgerüstet? Jetzt habe ich den ausgerüstet. Und jetzt möchte ich Munition kaufen. So, jetzt habe ich nämlich auch den Granatenwerfer dabei. Okay. Und bin voll ausgestattet. Achso, übernehmen. Dann bist du auch soweit. Übernehmen. Ja, jetzt bin ich soweit. So. Boah, hab jetzt sogar schon Griff vorne dran. Achso, ist nicht direkt um die Ecke. Ich habe jetzt noch Level 2 die K1, die K, KA1 Cobra aufgerüstet. Was ist das denn? Oh, Boduken, Errungenschaft. Achso, dass ich in den Wagen rein. Das ist die Pistol. Auf Level, jetzt habe ich, ich habe eine Shepard und eine KA1 Cobra. Einfach nur damit ich beides auf Level 2 habe. Größere Magazine. Ja, so nach und nach müssen wir die Waffen halt aufrüsten. Wir haben jetzt ein Einkommen von knapp 7.000 pro Stunde. Das ist schon ganz gut. Und Alter, kann denn der nicht fahren? Und da kann man so langsam mit so einem Späßchen anfangen. Ja. Jetzt bin ich hier, Entschuldige. der hat eine super Straßenlage, hat er übrigens. Habe ich das schon mal erwähnt? Warum schießt du? Aus Versehen. Voll. Jetzt haben wir ein Fahndungslevel. Das ist auch übertrieben in dem Spiel hier, oder? So heftig, so sehr man echt über die Polizei bei GTA fluchen kann und so aggro die auch sind, wenn man sie erstmal hat, das geht ja mal gar nicht. Man schießt einmal und sofort sind die hinter einem her. A lot of people with guns in there. We'll go in the back way. You don't think the back's guarded? There's like two punks. What about the inside, motherfucker? Put in your tampons and let's do this. Das Schulterzucken war irgendwie cool. Ja, denn? Wo schießt sie denn hin? Warum denn auf die... Was können die Cops denn dafür? So. Ich habe hier so ein paar Morgenröte, Leute. Ja, ja, ich bin neben dir, bin ich. Ah, okay. Achso, wir sind schon zu weit. Der war cool. Ja, gut. Ja, komm jetzt da rauf. So, wo sind wir denn da? Oh ja, genau, voll. Sniper innerhalb eines Hauses. Ist natürlich hocheffektiv. Ja. Alter. Ja. Hallo, schön bekleidete Frau. Wo geht's denn hier rauf? Oh, da ist eine Tür. Okay. Da könnte man ja auch fast Schrotflinte benutzen, ne? So. Könnte man echt schon fast. Brick von Borderlands. Gatling! Ah, den haben wir schnell down.
Hallo, ich will eine Granate werfen. Was macht der denn da? Achso, E, Schlägertyp fertig machen. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Ich drücke E, aber es passiert nichts. Hallo? Achso. Gefällt mir. Hast du auch eine Minigun? Ja. So, ich gehe schon mal rauf. Ja, ich komm nach. Ich renn mal mit dem Ding da hoch. Ja, ungefähr so fühlt man sich. Da kommen die imperialen Sturmtruppen. Schwere. Ach hier, nee, warte, die Vorhaut. Schocktruppe? Ach ja, die Vorhut. Ach ja. Rebellenvorhaut. Die war mal schön. Das ist ja schon fast Munitionsverschwendung, was wir hier machen, ne? Mhm. Ja, egal, ich habe noch 700, 750 Schuss insgesamt. Toll, Hasser werden hassen. So, so genial übersetzt. Ja. Stört mich auch voll. Haben die gerade mit so einem irischen Akzent geredet? Ich weiß es nicht. Du, ich weiß es nicht. So. Von hinten. Aber auch nicht wirklich bezeichnend viel. Ja, 5 Stück habe ich umgenietet hier auf mal auf einen Schlag so. Nice. Also die Geschwindigkeit ist ja echt wow. Ja, man haut ordentlich einen raus. Ich meine nicht die Schussgeschwindigkeit, ich meine die Laufgeschwindigkeit. Ja, meine ich ja. Achso, jetzt müssen wir sie beschützen. Auch das noch. Achso, das ist sie. Doof. Kommt her, Freunde! Ah, oh, Levelaufstieg. Echt so? Ja. Welches Level bist du jetzt? Ich glaub 10 oder 11. Wir sind 14, 14, 14. 14, oh ja, toll. Ich bin noch irgendwo bei 13 drin. Das. Kann man den eigentlich ran? Den sehe ich nicht hier, wenn ich nicht hier um die Ecke gehe. Der da rechts? Ja, genau. Ja. Okay, oh. War's auch schon. Ich hatte gerade, war ich dabei, seinen Kopf in mein Fadenkreuz. Kriegen wir jetzt tolle Special-Waffen? Auf jeden Fall haben wir noch eine Gatling. Oh, oder auch nicht. Tja, so viel dazu. Ich hab sie noch. Auf welchem Slot? Nee, ich nicht. Nee, ich kann die jetzt hinschmeißen. Achso, toll. So, Verbesserung. 2 Stück Gesundheit und Fähigkeit. Ja, ist eine gute Idee, da mal nachzugucken. Ich hab keine. Die Gesundheit wird um 50% verbessert. Das ist geil. Kostet 12.500. Ich habe 11.100 noch was. Ach ja, weil du. Dann warte ich nochmal. Du bist eben. Ja gerade Stufe 14 geworden, genau. Richtig. Ja. Was sagt denn die Uhr, Keule? Die Uhr sagt, dass wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Das heißt, ich kann nicht zum einen nochmal umfahren. Hast du ja gerade rumgeballert? Nee, die haben einen Autounfall gebaut da vorne. Achso. Das heißt, wir können mal in Richtung eines Bekleidungs... Wo sind wir denn da? Eines Bekleidungsgeschäftes fahren. Oh ja, das ist eine gute Idee. Was wir auch gleich mal kaufen können, ja, oder? Genau deshalb habe ich gerade einen Planet Saints in diesem Teil der Stadt gesucht. Wir kommen unterwegs an mehreren Immobilien vorbei, die wir uns unter Umständen auch aneignen können. Och. Wobei das gegen deinen Sparkurs verstößt, ne? Ach, scheiße, stimmt. Na egal, da muss ich da unten halt noch drauf warten. Weil 12.000 ist jetzt auch nicht ganz so die Summe. Ja, das links, haben wir ja links.
Ach ja, das Haus, das Haus. Du hast ja recht. Gut, dass du aufpasst. Wo ist denn das Sales-Schild? Da. Ich mag übrigens unser Auto. Ich glaube, ich möchte es in die Garage stellen. Dann fahren wir ab jetzt nur noch mit diesem Wagen rum. Ja, das war ja viel. Ja. Aber wer den Cent nicht ehrt, ne? So. Warum muss ich gerade an Macaroni denken? Weil du eine Macke hast? Was? Ich weiß es nicht. Mir kam gerade das Wort Macaroni in den Sinn. Einfach so. Ja, das ist ja, gut. Ja, rechts, rechts, ich weiß. Ich guck nur gerade. Hier ist ein Panzervandalismus. Den haben wir schon gemacht. Ach so, deshalb ist der so grau hinterlegt. Yes, das war bei dem Genki-Ding gerade auch. Warum haben wir... Ich hab schon wieder ein Fahndungslevel. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist der Cop gegen uns gegengefahren. Das ist doch echt nicht. Was ist das denn für ein Viertel hier? Sexshop? Ich möchte einen Sexshop kaufen. Ich glaube, das tun wir gerade. Ja. Phil, hör ab. Oh mein Gott. Boah, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel. Das ist so der Hammer. Weißt du, was schön ist? Vor zwei Folgen, nee, letzte Folge, als wir angefangen haben, diese Aufnahme, waren wir bei 9%. Das heißt, wir werden noch eine ganze Menge Spaß mit diesem Spiel haben. Ich denke auch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und wir werden wahrscheinlich so die Mogul-Bonzen sein, weil wir jetzt schon so viel kaufen, dass wir das ganze Geld später... Oh, das ganze Geld später nicht mehr brauchen, aber das macht ja nichts. Ja. Raucht. Auto. Unser cooler Golf Caddy. Ja, ich glaube schon. Oh. Egal, wir haben ja noch so einen coolen hier Panzerwagen da in der Garage stehen. Ja, das stimmt. Kann man eigentlich beliebig viele in der Garage stehen haben? Ich glaube schon, ja. Ich habe nirgendwo ein Limit gesehen. Ja, ne? So. Alter Mann mit witziger Mütze. Waren wir hier nicht schon mal? Nee. Doch, wo Pierce gesungen hat? Ich glaube schon, oder? Ah, das... Ja, das kann natürlich sein. Da hast du recht. 10% Rabatt hat uns das gebracht. Das ist natürlich schon schön. So, wollen wir doch mal gucken. Ich glaube, ich muss mir mal ein BH kaufen. Du musst dir ein BH kaufen. Antennen? Ach so, da. Hier gibt es echt ein paar coole Sachen, muss ich sagen. Ja, 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 ja. Das ist schon echt. Aber viele haben wir davon auch schon, ne? Ja, ja, irgendwie habe ich gerade noch nichts gefunden an Hüten, was wir noch nicht haben. Das ist. Ey, hier gibt's echt ein paar Sachen sind echt ziemlich cool, muss ich sagen. Der galaktische Helm, Cabana-Hut. Ich bin jetzt auch gerade im Überlegen, ob ich jetzt einen auf seriös mach oder auf cool oder irgendwie auf total lächerlich. Ne, komm, dann machen wir jetzt seriös und lächerlich beim nächsten Mal. Ich habe da nämlich auch schon so eine Idee. Das wäre natürlich auch cool. Hier gibt's ziemlich coole Sachen, muss ich sagen. Ja, ich würde nämlich jetzt fast so den da. Und dann aber einen etwas dunkleren Ton. So. Und dann hier, den hier vielleicht auch nochmal ein bisschen dunkler, aber so, dass man das... Aber du kannst die Farben ändern? Ja, ja, kann ich wohl. Okay. Ach so, hier, da, ja. Ich überlege gerade, aber da... Naja, ein Saint halt, ne? Gucken wir mal. So. Ich will ein Hemd. Brillen. Ich weiß nicht. Also Brillen würde ich schon fast die behalten, die ich die ganze Zeit schon trage. Wobei man die jetzt natürlich lange Zeit nicht gesehen hat. Gesichtsaccessoires. Nee. Nee, nee, nee. So, jetzt brauchen wir
Sowas nicht. Verzeihung. Natürlich etwas Entsprechendes zu der Mütze. Also machen wir jetzt komplett seriös, ernsthaft? Ich versuche jetzt gerade was Seriöses hinzubringen, genau, ja. Okay. Ja. Das mit Sicherheit nicht, das auch nicht. Wobei, der erinnert schon fast an den ersten, den ich erstellt habe. Eher hier mit dem... Ja, was haben wir hier noch? Herausgeputzt. Oh. Nee, vielleicht eher nicht. Das wirkt doch seriös. Nee. Ich bin noch nicht so... Die Farben gefallen mir alle nicht so ganz. Dunkelbraun und was ist denn dazu? Das passt fast zu der Mütze, oder? Was meint ihr denn? Ja, komm. So. Nicht. Oh, Bad Girl Stiefel. Oh. Das ist natürlich voll seriös. Was war das hier da? Achso, nee. Nee. Oh, ein Nachbar. Oh. Das gefällt mir auch von den Farben her schon fast so. Vielleicht hier? Hol ich mir mal richtige Anzugsschuhe, oder? Vielleicht gucken, ob ich die... Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welche Farbe die Mütze jetzt direkt hat. Nee. Die Kombination ist schon fast am besten, ne? So. Ach so. Ja, natürlich. Der geht natürlich nicht. Kette. Raume nicht. Unterkörper. Keine. Nein. Eine adrette Hose, eine Anzughose. Ja, sowas ähnliches habe ich jetzt auch gerade. Guck jetzt gerade, dass es zu der Farbe von meinem Jackett passt. Man könnte sich ja anziehen wie so ein Alchemist. Alchemist? Ja, so Anzugjacke und Hotpants. Unterwäsche. So, Kopf, Hüte. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich meinen Hut irgendwie umfärben kann. Nebenbei ist die Musik eine andere. Ja, irgendwie schon. Ah. So, nehme ich jetzt die oder die? Es passt eigentlich sogar besser. Dann nehme ich da jetzt hier so ein... Wo ist es denn da? So? Oder ist das schon zu... Ist das too much? Nee, es ist eigentlich... Eigentlich geht das. Übernehmen. Schuhe müssen jetzt natürlich entsprechend sein. Und zwar nehmen wir Diva-Absätze. Was ich ein bisschen komisch finde ist, kommen wir mal die hier, die Farbe ist okay, dass der einfach keine Socken anhat. Warum? Ich meine... Stimmt, das ist mir auch schon angefangen. Aufgefallen. Handgelenksbänder, aufwärts an, ne? Handgelenksbänder. Guck jetzt gerade, ob ich... Wo waren denn die Handschuhe? Ach, Hände. Okay. Da bräuchten wir jetzt natürlich... schöne Hipsterbrille dazu. Oh, eine Hipsterbrille bringt mir 6 Respekt. Zukunftssoldat. Ja, das müsste irgendwie schon sowas. Und dann aber tatsächlich in schwarz. Geht das? Ja. Kaufen. Übernehmen. So, jetzt müsste man überlegen, nehmen wir den so oder mit so. Na komm, lass den mal drauf. Und jetzt, na. Das ist auch geil, ne? Machen wir mal hier. Den Streifen.
auch in diesem Blau machen. Boah, das ist doch seriös. Das finde ich jetzt schon, ja, so. Ich bin seriös. Du bist noch nackt. Ja, warte, ich bin jetzt... Und dann sind wir die Man in Blue. Ups. Ach, komm hier. Ah. Kann ich das im Kleiderschrank... Ach, nee, bei Outfits kann ich das speichern, ne? Oder im Kleiderschrank oder so? Kann sein, ja. Outfits? So. Ich bin jetzt sehr seriös, inklusive Waffe. Wo kann ich das denn nochmal speichern? Irgendwo konnte man das speichern. Hier gibt's alles schon vorgefertigt unter den... Ja, ich scroll gerade durch. Nein. Anzüge. Nee, Kleiderschrank. Manhattan Style. Zurück. Charaktergalerie. Nein, das ist es nicht. Nein. Ich will weg, ich will nicht weiter, ich will da raus. Ach egal, komm, hier übernehmen wir das. Nein, ich will das nicht. Laden verlassen. Übernehmen. du bist ja... Ich geh mal ans Handy. Wo bist denn du gerade? Hinter dir. Achso. Bist du jetzt gerade am Handy? Ja. Ich höre nämlich nichts. Okay. Also ich wurde gerade beauftragt, ein paar Bullen umzubringen. Mhm. Bekomme jetzt aber keine Zielanzeige. Ich erinnere mich auch gar nichts jetzt gerade. Aber gut, wir müssen die Folge wahrscheinlich sowieso gerade beenden. Ja, unbedingt, unbedingt. Wir sind schon wieder bei guter Überlänge. Ja, das kam durchs Anziehen jetzt. Aber guck mal, hier, ja, wir sind doch jetzt zwei schnieke, seriöse Typen, muss ich sagen. Ja, wir sind hochseriös und ernst zu nehmen und unauffällig. Mhm. Und damit verabschieden wir zwei seriös unauffälligen Menschen. Just a tip. Ich kann das auch. Naja, alles klar, gut. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, Leute. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.